Na, schon fast guten Morgen, meine Damen und Herren. Jetzt wird es aber interessant. Ich habe eben mir einen Artikel auf 1 angehört und da hat mich doch tatsächlich etwas sehr stutzig gemacht und deswegen habe ich das Video auch so genannt. Ich müsste vielleicht ein Fragezeichen dahinter setzen, aber vielleicht auch nicht. Die Pharma unschuldig, war die vielleicht doch unschuldig? Und ich habe jetzt einen kurzen Clip, habe ich rausgenommen aus dem Video. Ich hoffe, auf 1 ist mir da nicht böse, denn ich werde auf das gesamte Video dann zum Schluss verweisen und den hören wir uns jetzt mal an. Also bleiben wir doch mal bei dem konkreten Fall. BioNTech hat ja sogar in den Geschäftsbericht reingeschrieben, wir wissen gar nicht, ob das funktioniert und wir müssen mal Rückstellungen bilden, weil eventuell kommt da was auf uns zu. Aber jetzt stellt sich der deutsche Gesundheitsminister hin und sagt, es ist nebenwirkungsfrei. Wie kommt es zu dieser Übertreibung, zu dieser Überspitzung? Was sehen Sie da als... Ja, da wurde ein politisches Narrativ aufgezogen, ja, das einfach vollkommen faktenbefreit war, beziehungsweise konträr zu den vorliegenden Fakten war. Ich habe zum Beispiel die Zulassungsstudien für die ersten Covid-Impfstoffe im Original bekommen und in erster Übersetzung. Und wenn man sich da zum Beispiel durchliest, ja, dass eben zum Beispiel nicht auf fruchtschädigende Wirkung getestet wurde, dass natürlich keine Langzeitdaten vorliegen, dass keine Verteilungsstudien vorliegen, wie sich die Substanzen im Körper verhalten, verteilen und wie sie ausgeschieden werden. Ja. Und dann wird aus dem Ganzen von der Politik, von den Regierungsverantwortlichen, auch von einem Gesundheitsminister gemacht, ja, es gibt keine schädliche Wirkung auf Kinder und es gibt keine fruchtbarkeitseinschränkende Wirkung, ja, dann ist das eine Aussage, die wissenschaftlich schlicht und greifend nicht haltbar ist, die auch der Hersteller nie behauptet hat, die aber zum politischen Verkauf der Maßnahmen und des Impfzwangs, den wir in Österreich auch gehabt haben, eingesetzt worden sind. Tja, ich denke, das ist ein Ding, wenn man das so sieht. Und der Mann, der muss es ja auch wissen. Er sagt ja selber, er hat das alles gelesen. Und, und. Wenn man das so sieht, oh, dann, okay, fahr mal hin, fahr mal her. Und alle Unternehmen haben irgendwelche Interessen. Ja, aber dann liegt vielleicht die Frage doch ganz anders. Wer ist wirklich schuld? Und natürlich gibt es auch mächtige Einflussnahmen von Seiten der Industrie. Alles klar, folge dem Weg des Geldes und so weiter, alles in Ordnung. Aber ich glaube, wenn man schon jetzt anfängt, nach dem Verantwortlichen zu suchen, dann sollte man wirklich ein bisschen genauer hingucken, das ist das eine. Und die andere ist, man merkt es wieder mal, erwerben Sie Wissen, meine Damen und Herren. Denn wenn ich Wissen kombiniere, dann denke ich erst richtig. Alles andere ist Glauben, Mutmaßen, irgendwas. Na dann, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Alles Gute bis dahin und gute Nacht. Tschüss, tschüss.